Servus, grüezi und willkommen bei Pauls gesunde Küche. Heute stelle ich euch 5 Lebensmittel vor, die ihr unbedingt zu euch nehmen solltet, falls ihr euren Proteinbedarf genügend decken wollt. Wir starten das Ganze wie immer im Supermarkt und ich führe euch mal ein bisschen rum, was es da überhaupt für Möglichkeiten gibt. Viele unterschätzen tatsächlich den Proteingehalt von Gemüse, also vor allem was Brokkoli, Spinat und viele andere Gemüsesorten angeht, haben die tatsächlich relativ viel Eiweiß, zumindest wenn man jetzt eine gute Menge davon isst, wie zum Beispiel eine Diät. Also da habe ich schon mal ein gutes Kilo Gemüse gegessen, wenn du davon 600 Gramm Brokkoli hast, hast du schon mal 20 Gramm Eiweiß, was auch sehr, sehr geil ist, vor allem nachdem es sehr, sehr kalorienarm ist. Jetzt im Aufbau vielleicht nicht ganz so viel davon, aber hin und wieder gönne ich mir auch ein bisschen Brokkoli, ein bisschen Spinat, zumindest nicht mehr in so ganz hohen Mengen. Aber man kriegt da doch auch gut Protein rein und wenn man dann auf 300 Gramm irgendwann kommen möchte, nutzt man natürlich jede Chance, die man kriegen kann. Für Veganer natürlich von hoher Bedeutung sind Hülsenfrüchte. Sind auch in manchen verarbeiteten Produkten drin, aber hier nimmt man sie entweder aus der Dose, entweder weiße Bohnen, Linsen, braune Kichererbsen und was man natürlich auch bevorzugt, also jeder Geschmack ist unterschiedlich, entweder aus der Dose nehmen oder ich kaufe die frisch sozusagen noch trocken, da müsst ihr sie vorher einlegen und kochen, jetzt natürlich ein bisschen umständlicher, deshalb greife ich auf oft zu Dosen, schaut dann, dass es vielleicht ein Bioprodukt ist oder aus halbwegs guter Qualität und dann gießt ihr einfach das Wasser ab, habt schon eine geile Menge an Protein, hier zum Beispiel pro 100 Gramm, ja, 6,5 Gramm Eiweiß ist nicht zu viel, aber auf eine höhere Menge gerechnet, wenn ihr ein bisschen mehr davon esst, kommt das auch schon sehr, sehr gut hin und die Kalorien sind natürlich auch top, also 100 Kalorien habe ich mir auch in einer Diät aufgegönnt, vor allem dann so als Dose und was ich jetzt im Aufbau mache, weil ich es deutlich leichter runterbekomme, entweder grüne Erbsen, Linsenpasta, generell einfach Proteinnudeln, weil es mich deutlich weniger sättigt, geiler schmeckt und natürlich auch in der Zubereitung ein bisschen einfacher ist, zumindest in der Kombination, mischt man einfach noch mit den Vollkornspaghetti, die ich euch im Kohlendraht-Video gezeigt habe und dann habt ihr eine richtig geile Mahlzeit mit ein bisschen Gemüse dazu und das Eiweiß habt ihr automatisch, obwohl ihr jetzt nicht irgendwas anderes dazugegeben habt, außer halt Nudeln. Und hier kommen wir zum Paradies aller Veganer, das Ersatzprodukte-Fach, beziehungsweise Regal. Bei manchen Supermärkten größer, bei manchen kleiner. Hier haben wir auf jeden Fall eine ordentliche Ladung am Start und man kann sich eigentlich bedienen, woran man möchte. Was bei mir eigentlich immer gut am Start ist, ist Like Chicken, weil die eigentlich sehr, sehr wenig Fett haben, also generell diese Hühnchenersatzprodukte, knappe 2 Gramm Fett, 18 Gramm Eiweiß, mega gut, was in letzter Zeit auch sehr oft gibt. Bratwürste, vegane, haben auch so 10 bis 12 Gramm Fett und 30 Gramm Eiweiß, also auch richtig stark. Das Ding hier, das hat sowieso 0,5 Gramm Fett und 24 Gramm Eiweiß pro 100 Gramm, also von den Nährwerten ist das auf jeden Fall am besten. Und was bei mir auch jeden Tag gegessen wird, Tofu, vor allem halt durch die vielseitige Anwendungsmöglichkeit. Ihr könnt entweder süß essen oder halt salzig bzw. pikant und das ist halt einfach nice. Entweder ich brate mit Apfel und ein bisschen Zimt und Zucker an oder mit scharfen Gewürzen, mit ein bisschen Ketchup, Sriracha und dann haben wir das Ganze salzig am Start. Also hier gibt es auf jeden Fall viele Möglichkeiten. Kann man sich einfach bedienen, woran man möchte. Natürlich immer schauen. Erstens auf den Salzgehalt, zweitens natürlich auf die Inhaltsstoffe und drittens Nährwerte generell. In diese Abteilung hat vielleicht noch niemand von euch jemals ein Auge geworfen, solltet ihr aber unbedingt tun, weil da verbergen sich ein paar richtig geile Schätze. Unter anderem natürlich auch vegane Soßen, die zwar jetzt nicht gerade kalorienarm sind, aber hier haben wir durchaus eine oder andere richtig geile Produkte. Zum Beispiel hier unten Sojagranulat in zwei verschiedenen Ausführungen. Erstes mal so ein bisschen gröber und dann hier extrem fein. Sieht man zwar jetzt nicht, aber es ist wirklich eigentlich, hier sieht man es außen, wie so ein paar Flöckchen und lösen sich einfach extrem gut in jeder Mahlzeit auf. Kann man einfach untermischen, ohne dass man es irgendwie merkt und schmeckt dann einfach geil. Da gibt es normalerweise auch noch Sojaschnetzel. Die sind jetzt aber hier gerade anscheinend ausverkauft, aber sind dann ungefähr so aus, haben eben 50 Gramm Protein pro 100 Gramm, deshalb vor allem in meiner Diät sehr, sehr präsent gewesen und auch im Aufbau absolut Pflicht. Genauso wie Seitan, für viele, die es nicht kennen, ich habe auch schon oft in der Küche damit gekocht, ist einfach mal Gluten, das ist ein Weizen-Eiweiß, hat 80 Gramm Protein pro 100 Gramm und kann man eigentlich für alles verwenden, zum Beispiel die Würstchen bestehen daraus und kann man auch easy selbst draus machen, wie ich zum Beispiel bei Aaron gemeinsam gemacht habe und wie gesagt 80 Gramm Protein pro 100 Gramm, ansonsten 5 Gramm Fett, 4 Gramm Kohlenhydrate, kann sich absolut sehen lassen, kann man einfach easy untermischen, dauert in der Zubereitung zwar vielleicht manchmal ein bisschen länger, aber es lohnt sich auf jeden Fall für den Eiweißgehalt, unschlagbar. Schauen wir mal in die Küche, welche Zutaten jetzt es schlussendlich geworden sind und welche Top-Lebensmittel euren Proteinbedarf retten. Zurück vom Shopping und ich habe jetzt meine 5 Top-Lebensmittel, zumindest derzeit für mich, im Aufbau ausgewählt. Wir starten mit Nummer 1 und das ist Tofu. Tofu hat nicht nur viel Eiweiß, sondern auch ja, nicht hohen Fettgehalt, aber ein bisschen höher als viele andere Produkte mit 7 Gramm bis 10 Gramm Fett pro 100 Gramm, habe ich da auch eine relativ
kaloriendichtes Lebensmittel am Start, was mir natürlich im Aufbau hilft, einfach erstens genügend Protein zu essen und zweitens natürlich auch meine Kalorien zu decken. Es schmeckt natürlich geil, es ist vielseitig einsetzbar, wie ich vorhin schon erwähnt habe, egal ob süß oder herzhaft, man kann alles damit machen, es schmeckt geil, kann man auch easy in jedes Meal integrieren, deshalb ist für mich im Aufbau einfach unabdingbar und vor allem auch in der Diät sehr, sehr gern gesehen. Ein ähnliches Produkt ist direkt Sojagranulat. Tofu besteht ja auch aus Soja, aber Sojagranulat haben wir hier im trockenen Zustand nochmal viel, viel mehr Eiweiß. Also 50 Gramm Protein pro 100 Gramm, sonst auch ein paar Kohlenhydrate, aber an Fett ist da so gut wie gar nichts dran. Ich benutze das ja auch hier oft. Oder auch Sojaschnitzel, das ist eigentlich dasselbe Produkt, hat eben 50 Gramm Eiweiß pro 100 Gramm. Gießt man also nur mit Wasser auf, brät es danach an oder gibt es im Backofen, macht es in eine Soße, wie auch immer. Das kann man einfach überall reinstreuen. Zieht einfach ein bisschen Flüssigkeit und schmeckt dann eigentlich so wie Rinderhack oder im Prinzip eigentlich Hühnchenhack. Hat sehr, sehr viel Eiweiß, schmeckt halt auch sehr neutral. Kann man sowohl als süß als auch salzig verwenden, habe ich auch in meiner Wettkampfdiät oft gemacht, um mir dann ein bisschen schönes Dessert zu gönnen mit ordentlich Protein. Und das ist einfach geil, weil es auch sehr, sehr vielseitig ist. Nummer 3 ist das gute alte Proteinpulver. Da gibt es auch mehrere zur Auswahl. Ich habe mich hier fürs No Whey entschieden, einfach weil es nochmal ein bisschen mehr Kalorien hat als das No Whey Pro. Und weil gerade eine neue Sorte rauskommt, jetzt um 0 Uhr ist es soweit, Creamy Nougat geht an den Start. Richtig geil, knappe 70 Gramm Protein, auch ein paar Ballaststoffe am Start. Das heißt, die Sättigung kommt auch nicht zu kurz und kann man dann eben auch sehr, sehr geil unter alles drunter mischen und deshalb sowieso im Aufbau Pflicht. Bei mir geht es so 60 bis 100 Gramm pro Tag, mixe ich gerne mal überall rein, egal ob es jetzt ein Joghurt ist, Porridge, im Kuchen und das Ganze zu verbacken. Es gibt einfach sehr, sehr vielseitige Möglichkeiten und mit Paul spart ihr wie immer 10% und deshalb auch Proteinpulver, absolut Pflicht, vor allem für alle veganen Bodybuilder und auch alle, die nicht vegan sind, nehmen ja auch genügend Proteinpulver zu sich, damit eben die Protein natürlich so hochwertig wie möglich mit den richtigen Aminosäuren gedeckt werden. Weiter geht's mit Seitan, haben vielleicht noch die wenigsten von euch gehört, ich in der Küche, aber natürlich schon sehr, sehr häufig, vor allem viele Ersatzprodukte bestehen aus Weizeneiweiß, nachdem es auch so eine so klebrige Konsistenz hat, wo man sehr, sehr viel damit anfangen kann. Ich habe es ja auch schon oft verwendet für Würstchen oder sonstige Rezepte. Ebenfalls herzhaft als auch süß habe ich es auch schon benutzt, genauso in der Diät, nachdem sie eben 80 Gramm Eiweiß pro 100 Gramm hat, optimal, um den Proteinbedarf ordentlich nach oben zu senken und alles abzudecken, was nur möglich ist. Und zu guter Letzt Linsen bzw. Bohnen, Kichererbsen, alles was ihr mögt, was am Start ist, ist natürlich geil, weil da auch ein sehr, sehr hochwertiges Aminosäureprofil ist. Wenn ihr das zum Beispiel mit Reis in den wenigen Tagen konsumiert bzw. kombiniert, habt ihr auch ein sehr, sehr vollständiges Aminosäureprofil. Bei den Dosenprodukten etwas weniger Eiweiß, aber wenn ihr sie zum Beispiel einfach trocken kocht oder in zum Beispiel verarbeiteten Nudeln verwendet, wie ich es vorher schon gezeigt habe, habt ihr da auch nochmal pro 100 Gramm knappe 22 bis 27 Gramm Eiweiß. Wenn ihr eine Dose verwendet, müsst ihr halt dann 200 bis 300 Gramm nehmen, weil die schon eben gekocht sind, aber trotzdem geschmacklich sehr, sehr geil, vor allem halt eben als verarbeitete Produkte. Gibt es da extrem viel mittlerweile auch in Form von Reis und so habt ihr da eben auch euer Proteinbedarf mit Hülsenfrüchten gedeckt und ich denke, das waren alles 5 sehr, sehr geile Lebensmittel bzw. auch Supplements, die ihr nutzen könnt, um euren Proteinbedarf zu decken oder auch zu überschießen, je nachdem, wie viel ihr von ihm konsumiert. Es ist auf jeden Fall leichter, als man denkt. Man muss sich nur ein bisschen Gedanken machen und mittlerweile gibt es Gott sei Dank vegan sehr, sehr viele Möglichkeiten. Also, deckt euer Protein, werdet stark, nutzt Paul für 10% Rabatt. Ich bin raus, bis zum nächsten Mal. Keep cooking, keep pumping. Ciao, ciao.